So sieht er aus, der neue Jeep Cherokee. Die Frontpartie ist sicherlich ein gewagter Zug der Designer, hat es aber tatsächlich in die Serie geschafft. Obwohl der Offroader wie jeder Jeep die 7 Luftschlitze im Kühlergrill trägt, wirkt sein Gesicht doch deutlich anders als bisher. Das ist den sehr schmalen Scheinwerfern geschuldet, die das Gesicht ungewohnt bullig und untersetzt wirken lassen. Wie sich diese Gestaltung auf dem Markt behauptet, wird sich im Herbst 2013 zeigen. Dann startet der neue Cherokee in den USA. Zu uns kommt das SUV wohl erst gegen Ende 2013. Auch die Heckpartie wird sicher nicht nur Freunde finden. Die Rückleuchten sind sehr klein geraten, die Kofferraumklappe im Gegensatz dazu sehr voluminös. Insgesamt könnte man annehmen, der Cherokee hätte zu lange im Wasser gelegen und wäre dadurch ein wenig aufgequollen. Die Plattform des neuen Cherokee stammt von der Chrysler-Konzernmutter Fiat. Unter der Motorhaube wird es unter anderem den aus der Alfa Giulietta bekannten 2-Liter Diesel mit rund 170 PS und einen V6 Benziner mit rund 270 PS geben. Der Trend zu Automatikgetrieben mit immer mehr Fahrstufen ist auch an Jeep nicht vorbeigegangen. Und so kommt im Cherokee wahlweise eine 9-Gang-Automatik zum Einsatz. Die bisherige Baureihe wurde in den USA übrigens unter dem Namen Liberty vertrieben. Das wird sich mit der neuen Generation ändern. Das SUV soll auch in Amerika wieder Cherokee heißen und an die Tradition der Modellreihe anknüpfen, die bis ins Jahr 1974 zurückreicht.